Crunch Roy, Leute, und gestern Abend ist es schon passiert. Dort, wo die mystische Energie war, ist jetzt kein Driss, sondern dieser Tomatenkopf. Ihr seht ihn schon von der Ferne. Er hat sich aber ziemlich verändert, er ist jetzt komplett schwarz und wenn man genau hinschaut, dann sieht man sogar noch, dass er so ein bisschen Dreck auf sich hat. Also er ist ein bisschen verschmutzt und jetzt stellt sich also als nächstes die Frage, wo er war und wieso er jetzt so aussieht. Es könnte sein, dass er angebrannt ist, weil er ist schließlich auch kleiner geworden. Und wenn ihr das mal mit einer echten Tomate versucht, dann werdet ihr sehen, dass sie dadurch kleiner werden und auch dunkler. Er war auf jeden Fall sehr lange weg und in einer anderen Dimension und jetzt ist er auch schon wieder fast Season Ende und wir können echt gespannt sein, was uns jetzt noch erwartet. Diesen Donnerstag kommt ja auch der Roadtrip Skin raus, also stellt nochmal sicher, dass ihr alle Herausforderungen abgeschlossen habt. Auf dem Kanal findet ihr alle Hilfe, die ihr dazu braucht. Es könnte auch sein, dass morgen die Chilischoten rauskommen, welche die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Die funktionieren dann so wie Pilze, also liegen auch rum. Und es wird bestimmt wieder viele neue Skins geben, die geleakt werden. Also lasst mir gerne ein Abo da und macht die Glocke auch noch gleich an, um immer sofort Bescheid zu wissen, wenn es was Neues gibt. Die wöchentlichen Challenges jede Woche sicher parat zu haben und für die neuesten Neuigkeiten. Es lohnt sich auf jeden Fall hier zu abonnieren, Leute. Das war's auch schon wieder. Jetzt seid ihr auf dem neuesten Stand. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Montag. Zieht am Donnerstag durch, um den Roadtrip-Skin freizuschalten. Ich werde euch auf jeden Fall auch wieder helfen. Und wir sind alle gespannt, wie es hier noch mit der Tomate weitergeht. Das war's für heute. Euer Crunch Royale.